To ride the high, ride the flow, to ride the high, ride the flow, to ride the high, ride the flow, to ride the high. Hallo ihr Lieben, heute nehme ich euch mal mit auf eine kleine Tour, wo ich diesen neuen Helm ausprobiere. Das ist der Cube Kratos. Das ist in der Größe 52 bis 57, hinten noch geschützter. Ich habe ja sonst den grünen normalen Fahrradhelm. Und jetzt wollte ich mal diesen ausprobieren. Fühlt sich gut an, der wiegt 270 Gramm, aber man merkt nicht wirklich was vom Gewicht. Den Fahrradhelm, den ich habe, der wiegt 225 Gramm. So, fühlt sich gut an und macht auch Spaß und fühlt sich irgendwie sicherer, falls man mal auf den Lederkopf riecht. Ich nehme euch einfach mal mit und ja, wünsche viel Spaß. Ich düse dann erstmal los. Bis dahin, tschüss! Dadurch, dass überall die Bäume abgebrochen sind oder auch gerodet sind, hat man natürlich freie Sicht auf die nächsten Berge. Da drüben unten im Tal ist das Schopketal und da drüben der hohe Berg ist Menkhauser Berg. Und da drüben, das ist der Markenberg. Jetzt wird das Wetter ausgenutzt. Üben, ne? Und das Wetter ausnutzen. Das ist unser höchster Berg in Bielefeld. 320 Höhenmeter auf dem Polle. Laut Karte hat er sogar eine S3-Passage. Und an einigen Stellen ist es halt ziemlich steil, schräg, abschüssig und wurzelig und steinig. Hier oben hast du definitiv deine Ruhe. Und vor einem Jahr bin ich mit dem Fahrrad schon mal hier oben gewesen. Also ich bin zwar öfters hier oben, aber vor einem Jahr hatte das Fahrrad noch keine 140er Federgabel drin. Da war es nämlich nur die 100er Federgabel. Und auch die Reifenkombination war damals noch ein bisschen anders. Jetzt habe ich hinten den Nobby Nick in der Größe 2,6 und vorne den Baron Größe 2,4. Das sitzt sich zwar zu, der hat nämlich nicht ganz so eine tolle Selbstreinigung, aber der Baron sieht ganz gut aus. Statt dem Nobby Nick packe ich aber demnächst hinten den Trail King drauf. Oder ich tausche. Ich muss das mal ausprobieren, welcher sich dann auf dem Hinterrad am besten macht. Thank you.
So, reicht für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht.